Steiermark steht bei Jungmutter Agnes ein Spaziergang mit ihrer besten Freundin Sophie und deren Freund Nico am Programm. Die beiden sind ebenfalls Jungeltern geworden. Auch Agnes Ex-Freund Johannes ist mit dabei. Schau, da könnten wir uns eigentlich hinsetzen, eine Bank. Ja, das schaut schön aus. Jetzt schon hinsetzen, hä? Ja, ja. Wir tragen da die ganze Zeit. Ihr könnt ja gern weitergehen. Ja, ja, gehen wir ein bisschen weiter. Ja, wir setzen uns. Wir warten da. Ja, wir warten schon auf euch. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, es ist ja klar, dass die weitergehen wollen. Wir sind wahrscheinlich zu langsam gewesen. Und vor allem, die müssen ja nichts tragen. Ich meine, das sind 8 Kilo da. Würdest du dich schon noch mal dafür interessieren, quasi mit der Agnes neu zu starten? Oder interessiert dir das überhaupt nicht mehr? Ja, wir haben sie probiert, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger ist. Haben wir es probiert, aber wir haben dann total oft gestritten und so. Und es hat nicht gescheit funktioniert. Ich glaube, das wäre dann auch nicht für die Selina so gut, wenn wir die ganze Zeit streiten für ihr. Dem Johannes der Situation ist im Moment ist sicher nicht leicht. Also ich persönlich wüsste nicht, was ich ihm für einen Rat geben würde, weil er sagt, dass die Beziehung mit der Agnes wirklich überhaupt nicht hinhaut. Ich kann nur sagen, bei mir und der Sophie jetzt manchmal nicht hinkommt. Nur bei uns war halt so, dass wir beide wirklich wollten. Meiner Meinung nach würden die zwei, der Johannes und Agnes, schon zusammenpassen. Aber wenn es halt nicht klappt, dann kann man nichts machen. Ich tue mir irgendwie schwer, dass ich Verantwortungsgefühl überhaupt kriege. Ich versuche es. Geht auch nur, wenn man öfters was tut mit ihr. Merke ich ja, merkst du, dass es immer mehr wird. Aber ich tue mir einfach schwer damit. Es ist schwer, also wenn wirklich zwei Menschen sich auseinandergelebt haben, dass man es zwanghaft weitermacht, ist auch nicht das Gescheiteste. Man muss es halt probieren, immer wieder, und Geduld haben, nur das ist schwer. Ich denke momentan nicht wirklich daran, ob es wieder funktioniert mit Agnes, weil es jetzt eigentlich gut läuft, so, weil wir gut befreundet sind. Eigentlich ist er totaler Lieber. Er ist ein Witziger, der seinen Spaß, also immer einen Spaß macht, und ich glaube, er kann überhaupt nicht in einer so einer ernsten Situation, kann er einfach nicht. Und wie geht's da so mit Nico? Alles in Ordnung bei euch? Ja, ganz normal, wie eine Beziehung halt ausschaut. Hin und wieder hat man sich halt gern. Und dann hin und wieder gibt's halt Meinungsverschiedenheit. Das ist ein bisschen schön. Umschreibung dafür. Wir erinnern uns kurz an eine dieser Meinungsverschiedenheiten zurück. Cool, wenn man es öfter sehen kann, Helene. Mhm. Freitag habe ich immer Zeit, Montag habe ich immer Zeit, Mittwoch habe ich Zeit. Ja, schau mal, ob die Helene 1,5 Stunden buchbar ist. Immer wenn ich kann, geht es plötzlich bei euch nicht. Kann man auch, ne? Was ist? Ich rede jetzt nicht mehr weiter, ich gehe jetzt. Ich möchte es einfach nicht mehr hören. Lass mein Kind in Ruhe, du bist unfähig als Papa. Scheiß auf alle Leute, die mich gern haben. Hilf mir. Bei uns ist es halt so, wenn es einmal eine schlechte Phase ist, geduldig sein, Verständnis haben für den Partner, für reden. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann lösen wir das meistens so, dass es einen Kompromiss gibt. Und der Kompromiss, der schaut dann bei uns meistens so aus, dass keine Seite so ganz zufrieden ist. Also da muss jeder einfach ein bisschen zurückstecken. Ja, aber es ist ganz normal, dass man mal... Bei Johannes und mir nicht so einfach. Wenn wir nochmal streiten, dann streiten wir schon ein bisschen. Und ja, das dann ist dann sicher besser, schon, wenn man eben zusammen, wenn man zusammen ist. Ja, aber wenn du dich um die Selina scherst und wenn du viel Zeit mit ihr verbringst, dann ist das quasi auch das Beste, was der Selina so passieren kann. Ich bin zufrieden jetzt, wenn ich nicht streite mit der Agnes oder so. Bis jetzt ist, bin zufrieden damit. Wenn es so hinhaut, kann man nicht glücklich sein. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer fürs Kind da ist, auf die eine oder andere Weise. Ja. Die Selina hat jetzt dann einen Hunger, können wir heimgehen einmal? Ja. Ist ihr fertig getratscht? Ja, das ist bei euch die Zeit. Wir reden nicht den ganzen Tag, wir können nicht. Das ist gut. Dann gehen wir. Gehen wir heim. Ich bin die Lilina. Ortswechsel in die schöne Steiermark und somit zur 16-jährigen Jungmutter Agnes, die gerade mit ihrer Mutter einen Spaziergang unternimmt. Auch sie hat im Alltag mit Vorurteilen zu kämpfen. Ja, letztens war ich wieder einkaufen mit der Selina und ich meine, die Leute schauen teilweise so deppert, das zieht mir echt vorher an. Aber ich verstehe das irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Ja,
Was glaubst du denn da, wenn du mit der Selina unterwegs bist? Ich habe keine Ahnung, was sie glauben. Es ist so, wenn ich mit der Selina unterwegs bin und die Leute dann irgendwie blöd schauen, dann denke ich mir, was wollt ihr? Ihr kennt mich nicht, ihr wisst nicht, wie ich bin. Und ich fühle mich dann immer so abgestempelt als eine schlechte Mutter oder nicht gut genug für so irgendwas, weil sie einfach nur mein Alter sehen und nicht meine sonstigen Qualitäten. Ich meine, da kann man zurückschauen, so viel man will, die schauen einfach weiter, das ist denen wurscht. Die Leute haben teilweise so überhaupt keine Manieren, kommt mir vor. Ich versuche ihr immer wieder zu sagen, dass sie das einfach ignorieren soll und übergehen soll und sich selbst auch sagen soll, schaut, wie ihr wollt, aber ich mache das gut und ihr könnt mir alle einmal. Ich habe ein bisschen Sorge, wie das wird, wenn du Schule gehst und du die Kompetenz für die Beaufsichtigung auch ein bisschen abgeben musst. Wie wird es denn dir damit gehen? Hast du das Gefühl, dass du damit gut zurechtkommst dann? Ich weiß es nicht. Aber ich habe halt nur eine Bitte, dass du auch das Vertrauen, also zumindest einmal in uns das Vertrauen hast, dass wir dir nichts damit unterschwellig sagen wollen, wenn ich sage, ich soll mit der Selina irgendwas machen, soll ich sie füttern, soll ich sie niederlegen, soll ich spazieren gehen, damit du lernen kannst, dass das kein Hinweis darauf ist, dass du vielleicht das nicht so gut machst, dass ich das jetzt besser machen will. Ich brauche diese ganzen Anweisungen nicht und dann, also dann haben wir schon hin und wieder ziemlich heftige Auseinandersetzungen, weil ich nachher sage, jetzt misch dich einmal nicht ständig ein, weil ich will nicht dauernd kontrolliert werden. Also ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich dir ganz sicher nicht deine Mutterrolle streitig mache. Das ist absolut nicht in meiner Absicht. Ich glaube, dass sie einfach nicht anders kann. Sie ist halt noch immer die Mutter im Haus und ich bin ein Stück weit jetzt selbstständig, versorge mein Kind selbstständig und es funktioniert. Und da brauche ich dieses, mach dies, mach das nicht. Ich vielleicht braucht mein Mutterherz das als Bestätigung. Oh, dafür, ja. Für das, was ich eh schon weiß. So, jetzt gehen wir schauen, was daheim so abläuft. Gehen wir weiter. Okay, einverstanden?